Wir sind hier heute in Wien. Ich freue mich sehr, dass ich hier die Möglichkeit habe, etwas zu sprechen mit dem Genossen Alois Stöger, ein langjähriger, hochrangiger Vertreter der Sozialdemokratie in Österreich, SPÖ-Verkehrsminister gewesen, 14 bis 16, verkehrspolitischer Sprecher seiner Parlamentsfraktion und Gewerkschaftssekretär in der, wie heißt das, Produktionsgewerkschaft. Ja, das ist etwas, vielleicht sagst du kurz, was ist das? Das ist die Gewerkschaft für die produzierenden Bereiche. Alle produzierenden Bereiche ausgenommen. Der Bau ist in Österreich in der Produktionsgewerkschaft organisiert. Die Arbeiter. Wir sind auch für Leiharbeitnehmer zuständig. Ja. Und Metall ist mit dabei. Und Metall ist mit dabei. Wir sind die IG Metall in Österreich. Also auch für Eisenbahner eine wichtige Position. Ja, vielleicht mal ein paar Fragen zum aktuellen politischen Rahmen in Österreich, weil wir wissen inzwischen, dass manchmal auch Ibiza in Wien ist. Jedenfalls dann, wenn da seltsame Videofilme ans Tageslicht kommen. Wie sieht denn momentan die politische Lage aus? Also die Lage ist für die Sozialdemokratie nicht einfach. Wir haben zwar die letzte Wahl in einem Bundesland Burgenland gut gewonnen, dort ist es gelungen, wieder die absolute Mehrheit an Mandaten zu erreichen. Das war ein wichtiger Schritt, aber nachdem es in Österreich eine klare konservative Mehrheit gibt, und wir jetzt eine Regierung der Egoisten haben, vor allem durch die Kurzregierung, die zuerst mit den Freiheitlichen, die bei uns rechtsextreme Gruppen beinhaltet und jetzt eine Koalition mit den Grünen gemacht wird, ist es für die Sozialdemokratie sehr schwierig, gerade in der politischen Wahrnehmung mitreden zu können. Wir sind in der Opposition, wir sind die stärkste Oppositionspartei und jetzt geht es darum, nachdem die Regierung Honeymoon feiert, jetzt klare politische Gegenkonzepte zu entwickeln und das geht. Es ist, wir haben die vorherige Regierung ja abgewählt im Parlament, also wir haben eine eine Abwahl des Bundeskanzlers vorgenommen. Da sind uns vor allem die Medien sehr böse, weil gerade dieser Bundeskanzler über öffentliche Mittel die Medien massiv gefördert hat. Und durch die Abwahl ist das Geld nicht geflossen und das geht zulasten der Sozialdemokratie. Aber in der Demokratie ist es wichtig, dass man nicht mit 31% der Stimmen 100% der Macht haben kann. Und da haben wir als Sozialdemokratie eine klare Position eingenommen. Und ja, wir werden in der nächsten Zeit klare politische Oppositionsarbeit leisten. Es gibt ja bald auch in Wien Wahlen zum Jahresende. Wie sehen da die Prognosen aus? Es gibt jetzt, glaube ich, gab es schon mal hochinteressante Programmpunkte des aktuell amtierenden Bürgermeisters. Ja, also Wien ist ja behauptet, ist einmal neben Berlin eine Stadt, eine soziale Stadt und in Europa ist Wien das Sozialmodell. Und alle konservativen und rechten Parteien haben sich vorgenommen, gegen dieses soziale Modell in Wien anzutreten. Und daher wird die Auseinandersetzung um die Wahl in Wien zur Megaschlacht. Wir werden uns da einbringen, werden das diskutieren und ich hoffe, dass die Wienerinnen und Wiener erkennen, was es bedeutet, mehr Freiheit zu bekommen, weil es Sozialdemokratie gibt. Ich sage das immer so. Menschen können sich besser entwickeln, wenn sie kollektive Unterstützung haben. Wir brauchen kollektive Sicherheiten, wir brauchen einen Gemeindebau. Wir brauchen Wohnbau, Wohnen muss man sich leisten können. Und wenn die öffentliche Hand
Wohnungen zur Verfügung stellt, dann haben die Menschen die Chance, dass es günstiger wird. Das ist Wien. Wenn wir öffentliche Verkehrsmittel haben, die zur Verfügung stehen, dann habe ich mehr Freiheit zu wählen und komme weiter. Wenn das nicht der Fall ist, habe ich ein Auto und stehe im Stau. Wir brauchen andere Alternativen und Wien ist an sich die soziale Stadt. Wir gewinnen weltweit alle Preise über die Lebensqualität in der Stadt und jetzt geht es darum, wird das auch politisch von den Menschen akzeptiert. Und da gibt es wie immer, wenn es einem schon gut geht, versteht man es nicht mehr, aber diese Auseinandersetzung ist zu führen und der Wahlkampf ist dazu, würde ich sagen, eröffnet. Das ist sehr spannend und dieselben Problematiken haben wir ja auch in Berlin, wo wir ja auch sozialdemokratisch regiert sind, wo Rekommunalisierung und Wohnungsbaugesellschaften auf dem Programm steht, um mehr Einfluss zu haben für bezahlbaren Wohnraum. Also da scheinen ja viele Gemeinsamkeiten zu sein, genauso um die Städte eben ökologisch zu fördern, den Individualverkehr mit dem CO2-Ausstoß zu reduzieren. Vielleicht sollte man da mal eine Kooperation, so ein bisschen mal Besuchsprogramme einlegen, gerne, dass man sich gegenseitig... Also auf Stadtebene gibt es immer diese Kooperation. Also aber auf der kleinen Ebene der interessierten Leute... Ist das auch möglich. Also wir haben, also die Stadt Wien hat immer gute Kontakte mit Berlin und mit anderen deutschen Städten. Wie man hier Politik macht, aber ich glaube, das ganz Spannende ist, das Rote Wien ist mehr als nur auf Wien beschränkt, sondern hat eine Ausstrahlungskraft aus ganz Europa gehabt und die Rechten wollen dieses Modell delegitimieren, wollen dagegen antreten und diese harte Auseinandersetzung werden wir im Herbst führen müssen. Und wenn man sich das Konkrete anschaut, dann merkt man, auch bei allen Dingen, die man schon kritisieren kann. Aber in der Linie ist die Lebensqualität in den sozialdemokratisch geführten Städten, besonders in Wien, wesentlich besser als in jenen Städten, wo es das nicht gibt. Eine kurze Frage noch wegen des Herrn Kurz, weil der ist für uns auch schwer zu dechiffrieren. Es gibt ja manche, die wollen der CDU einflüstern, sie müssten jetzt Parteichef haben, der à la Kurz. Und dann wird interpretiert, das ist ein solider, konservativer Rechter, der klar Standort zeigt und dadurch den superrechten Stimmen abwirbt. Ich habe aber andere Interpretationen aus österreichischer Feder auch gelesen, wo gerade gesagt wird, die Tatsache, dass der plötzlich mit Grün kann, scheint ja eher nach Opportunismus oder positiv nach Pragmatismus auszusehen, nach einer Entkernung von Programm, also quasi Merkel auf etwas andere Art. Wie seht ihr denn das hier, diese Interpretation? Also ich glaube, der ist ideologielos, rechts. Und zwar, da geht es nur mehr um Macht und um Machterhalt. Demokratie ist Beteiligung, auch innerhalb der eigenen Partei, ist überhaupt nicht wichtig, sondern es geht um egoistische Macht. Ich glaube, dass das für das Zusammenleben in einer Gesellschaft eine große Gefahr auch bildet und daher hat er auch keine Berührungsprobleme mit den ganz Rechten, wenn es um den Machterhalt geht. Ja. Und er hat auch keine Berührungsprobleme mit den Grünen, die immer wissen, wie die anderen leben sollen. Und das trifft sich. Da trifft sich ein ganz konservatives Denkmodell. Ich weiß, wie ihr leben müsst. Und das ist ganz autoritär, und das ist auch in der Grünen Partei tief verankert. Aha. Und insofern wird hier auf der gesellschaftlichen Ebene eine Regierungsform gewählt, die genau weiß, wie die anderen leben sollen, die autoritär sind, und wir brauchen ich sage jetzt ganz andere Dynamiken, um gesellschaftliches Zusammenleben zu entwickeln. Und das ist die große Herausforderung. Ich halte
von Kurt nur eines, er ist ein guter Marketingmensch, ansonsten nicht. Also in dem Sinne offensichtlich keine empfehlens- und wünschenswerte Variante für andere Länder. Er verkauft ein Produkt, das es noch gar nicht gibt. Und wenn es dann da ist, ist es vor allem für jene oder für die Mehrheit der Bevölkerung negativ. Also man braucht es nur anschauen, Wiedereinführung des 12-Stunden-Tages, Zerschlagung der Krankenkassen, die erzählen etwas von, steht ja heute in der Zeitung, sie erzählen was von einer zusätzlichen Milliarde. Im Ergebnis kommt heraus, dass man mehr als 1,5 Milliarden dadurch verliert, dass man ins Minus gerät, und es geht immer um Verteilung an die Reichen. Es geht immer um Verteilung an die Reichen. Es haben sich diejenigen, die seinen Wahlkampf finanziert haben, das 10, 15 Mal gerechnet. Ja. Die hat man das Geld zurückgegeben. Und in der Steuerpolitik dasselbe. Man reduziert die Unternehmenssteuern, gibt den Arbeitnehmern ein paar Happen, aber im Wesentlichen verteilt man von unten nach oben. Ja, dann können wir hoffen, dass also dieses Modell nicht unbedingt exportiert wird für euch in Österreich, dass das auch nicht ein Ewigkeitsmodell ist. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.